So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Stream. Ja, ich habe gedacht, heute gehen wir es mal ein bisschen ruhiger an. Eigentlich war was anderes geplant, aber ich bin ja nicht rechtzeitig zu Hause gewesen. Dann gab es Probleme mit den Anhänger. Also, ich prüfe erstmal alles. Links, rechts, funktioniert alles. Okay, aber Problem: linkes Bremslicht funktioniert, das rechte funktionierte, bla bla. Das heißt, alles funktioniert dementsprechend. Dann habe ich gesagt, gut, das linke geht nicht. Okay, ich muss aber mal nach Hause das Ding schleppen. Dann müssen wir es da mal zu Hause auseinandernehmen und ja. Bin ich auf Strecke, will rechts blinken, plötzlich fängt mein Blink an. Blink, 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 fängt die ganze Zeit an, so wie verrückt nach rechts zu blinken. Und dann steht erstmal so, Anhänger rechtes Blinklicht kontrollieren. Das wäre ja super, weißt du? Ist ja sehr schön, dass das Ganze wieder super funktioniert und so. Ja, ich habe da wieder sehr viel Freude mit dem Ding. Das nur, weil meine Hängerkupplung nicht funktioniert. Ich habe das ja mit einem Auto gewechselt. Das andere Auto funktioniert alles einwandfrei. Jo. In dem Fall darf ich mich jetzt bei Artu melden. Prost dazu. Ja. Und wie sonst so? Hattet ihr ein schönes Pfingsten? Können wir mal in den Raum schmeißen. Ich hätte auf jeden Fall ein schönes Pfingsten. Ich habe mich schön erholt, habe schön was gearbeitet nebenbei. Bin sehr gut vorangekommen mit einigen anderen Dingen. Was für ein Spiel jetzt? Ich dachte, wir reden ein bisschen erstmal so ein bisschen. So viel Zeit zum Spielen haben wir jetzt nun auch nicht mehr. Hab keine Füße. Ich würde sagen, dann musst du die Socken anziehen. Und wenn du schon Socken an hast, zieh dir zwei Socken an. Ich kann nie was falsch sagen. Ich habe mich auch nicht mal rasiert, aber das sieht man irgendwie gar nicht. Nö. Ich konnte mich über die Tage jetzt nicht rasieren über Pfingsten, aber irgendwie sieht man das nicht im Stream. Ist aber nicht so schlimm. Ja, was für Spielen. Wir konnten schon was spielen, aber ich wollte nur bis Mitternacht machen, also nicht lang mehr. Jo, was spielen wir denn? Auf jeden Fall nicht ETS 2. Safi ist auch da, hi, und wünsche guten Abend. Soll ich dir denn das Bild auf Discord schicken? Mit zwei Socken drauf? Ja klar, das kannst du gerne auf Discord in die Laberecke posten. Und schönen guten Abend, Safi, wie geht's dir? Was war denn heute los? Ja, also ich habe ein richtig schönes, entspanntes Wochenende gehabt. Ne? Ich musste unglücklicherweise meinen Hänger da lassen, wo ich letztes Mal war. Bin ich bei Pfingsten wieder hingefahren und hab dann dementsprechend bin ich dann zu Obi gefahren, ne? Obi hat alles, ne? Hab mit dementsprechend dann so ein. Ich hatte ja Probleme mit dem Stecker, ich dachte, der Stecker ist kaputt, ne? Steck ich den, weil er irgendwie nicht mehr geblinkt hat, so links und rechts der Hänger, ne? Hätte das dementsprechend gemacht, hab mir dann dementsprechend Obi neues Kabel geholt gleich, weil ich keinen Bock hatte, einen Stecker zu montieren. Hab das dementsprechend unter dem Hänger alles verdrahtet und so, wie es gleich gehört, ne? Stecker rein. Alles gut und fertig, schön, ne? Ja, da habe ich das erstmal so zwei Tage gelassen, so. Haben es auch geprüft, so links, rechts. Hat ja funktioniert mit dem Blinken. Gut. In dem Fall habe ich es dann irgendwann mal dann bei mir angekoppelt an meinem Wagen. Hab dann festgestellt, die linke Seite mit dem Abblendlicht, ne? Mit dem Rücklicht, die hat gar nicht geleuchtet, die rechte schon. Links ging das Blinken, ne? Bremslicht hat am Anfang nicht funktioniert und so, Okay. Danach hat es irgendwann funktioniert, nachdem ich es mal aufgeschraubt hatte oder so, ein bisschen gewackelt habe an Kabeln und alles Mögliche. Oh. Ja, nochmal rechts geblinkt, hat auch funktioniert und sowas. Na gut, dann fährst du los mit dem Wagen, bis dann, wenn der Kram nach Hause kommt, dann kann ich das zu Hause besser bearbeiten. Ich habe gesagt, ja gut, noch ist Tag, noch brauche ich kein Rücklicht. Da war es noch hell. Ja, so viel dazu. Da habe ich dann irgendwann mal, während ich auf Strecke war, nach rechts geblinkt. Dementsprechend meinte das Auto so blick, 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 ganz schön viel geblinkt, so klick, 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 unnormal. Damit wollte er mir aber symbolisieren, dass das nicht stimmte, ne? Gut, das Auto hat normal geblinkt trotzdem noch. Und dann hat mir die Leiste noch angezeigt hier so, was stand da? Anhänger rechtes Blinklicht kontrollieren, so, ja, schön, gut, Warnmeldeleuchte ist angegangen. Ich konnte noch weiterfahren, ist ja nicht das Problem. Ich konnte dennoch noch blinken, dann hat das Auto einfach mit dem Abblendlicht geblinkt, das hat dann noch funktioniert.
Geht auch noch. Ist halt ein Notfall. Blinklicht. Damit du irgendwie deinen Richtungswechsel anzeigen kannst. Ja. Aber ich habe zu Hause festgestellt, ich habe das mit einem anderen, am anderen Auto angeschlossen. Und habe festgestellt, ja, da funktioniert alles einwandfrei. Das heißt, das kann nur an ATU liegen. Die haben mich mir nämlich die Scheiße im Auto da verdrahtet, ne? Irgendwie hat das aber trotzdem vorher funktioniert, was mich ein bisschen wundert. Ich werde da auf jeden Fall morgen mal zur ATU fahren und hier erstmal und dem mal die Rechnung auf den Kopf, auf dem Tresen hauen und dann sagen, hier, ihr könnt mir nicht so einen Müll hier irgendwie andrehen. Das geht schon mal gar nicht. Also, das Beste ist ja noch, ich hab's gehabt, dass mir ist schon die Dichtung rausgefallen aus dieser Haltung, aus der Steckdose da, ne? Das ist auch wieder sehr schön. Ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen Ärger, glaube ich, mit Arthur demnächst. Ich werde da auf jeden Fall hartnäckig bleiben. Weil sie können mir ja nicht sagen, sie können mir nicht da was fertig machen und nachher funktioniert's nicht, ne? Irgendwann. Das ist aber schon ein paar Monate her, die Herstellung. Dennoch, ja. Gut, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen gut erklärt. Ich habe da mal ein paar Probleme. So, habe jetzt Sockenstiefel. Reichen 3 paartige Socken? Nein, das sind nicht viel. Zieh mal 20 an, mal sehen, wie viel du reinkriegst. Oma, fände dir auch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir noch ein bisschen irgendwas spielen? Ich habe Lust, vielleicht auch nicht. Ich hatte auch meinen Spaß gehabt, auf jeden Fall. So, ich will. So, soll ich wirklich? Ja, mach doch ruhig. Ich würde es dir zutrauen. Mario Kart 8. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust, die Switch einzuschalten. Voll Donkey Kong Feeling, ne? Diamond Project sind wir zu wenig. Anno, nee. Grand Theft Auto, Lego Star Wars. Planet Coaster, Projekt Cars, Sid Meier's Reses. Wenn wir Mario Kart spielen würden, wer würde denn alles mitmachen? Hier, Planet Coaster. Planet Coaster wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei ich eh gleich pennen gehe. ETS 2. Nein. Die Strafe hast du nicht abgesessen. Ich liebe Kiba. Kiba schmeckt so lecker. Wir können auch Minecraft normal spielen. Tore, nimm jetzt mal ein Widget, neues Update-Hype. Was denn? Update? Das müssen wir mal angucken. Gestern Patch. Okay, das sieht interessant aus. Alle News anzeigen. Crafting System Update? Oh nö, sag bloß, du kannst es da craften. Wir sollten es nicht übertreiben. Fingernägel? Mauspoop? Troll-Eyes? Was? Ey, ganz ehrlich, mittlerweile geht mir das mit Craften auf jeden Fall ein bisschen auch auf die Nerven. Es gibt mittlerweile, seitdem Minecraft da ist, kommt dieses Craften immer häufiger vor. Ich muss das doch nicht überall haben, oder? First-Person-Camera. For which and Proops Default Key. Wir könnten auch Widget spielen. Es gibt SpongeBob. Jetzt müssen wir sowieso spielen. Und ist der Bart gestutzt? Hallo Stuffy, nein. Vielleicht ist ja ein bisschen braun Schatten, sieht man schon. Muss man morgen machen.
Das 3-Tage-Bart. Sieht man aber nicht irgendwie. Das ist eigentlich ganz gut so. Also ich habe eine gute Beleuchtung, die filtert das ganz gut raus. Ich bin nicht Safi. Oh, entschuldige, Kirschkuchen. Oh Mann. Cherry, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich will mal eine Vollbart sehen. Nein! Bärte sind eklig. Die kratzen. Bäh. Wer ihn will, der kann ihn haben, aber ich nicht. New Map, okay. Also sie haben da anscheinend bei Widget eine Menge raufgehauen. Oha, hier gibt es da eine Menge Patches, ne? Ja gut, was wollen wir denn spielen jetzt? Schreibt mal irgendwas in den Chat, mal sehen, was rauskommt. Ich habe schon überlegt, wir könnten auch Mario Kart 8 spielen. Vorausgesetzt, wir sind nicht nur zu zweit. Diesen Samstag? Ja. Was diesen Samstag? Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal gucken. Also... Oh, die haben ein Update hier. Wie kommt jetzt so ein Raster, wenn ich hier bei Windows 10 auf dem Kalender gucke? Nächste Woche, dieses Wochenende werden wir mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit haben. 26. 27. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett Samstag und Sonntag streamen kann. Weil ich würde ja schon ganz gerne den neuen Film Solo sehen. Ne? Der kommt ja Donnerstag, glaube ich, raus. Kommt auf an, was du hast. Oh, ich komme gefährlich nah an die 2K. Hm. Ich will Infinity War sehen. Infinity War habe ich schon mal gehört. Habe ich das selbst? Infinity War. Kommt so bekannt vor, der Name. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nee, habe ich nicht. Aber es kommt so bekannt vor, das Wort. Herr Burg. Ich will Herr der Ringe sehen! Er kauft den! Marvel-Filme? Immer wieder in derselbe Shit. Infinity War ist ein Film. Ach so, ja, gut. Kein Wunder, ob ich das schon mal gehört habe. Infinity War. Hab den noch nicht gesehen, glaube ich. Aber wenn ich den gucken würde, wäre ich nie fertig. Also wenn ich Filme gucken würde, könnte ich, glaube ich, gar nicht streamen. Move or Die? Weißt was? Ich glaube, wir spielen ein bisschen Minecraft einfach. Haben wir ein bisschen Zeit. Sieh mal, das leuchtet sogar im Dunkeln. So, habe ich hier irgendwas in Minecraft vorgespielt? Ja, ich hoffe, ich glaube, das steht jetzt sowieso. Hör mal, wer da blockiert. Ja, das passt schon so. Ja, das Aqua-Update ist da, das wissen wir schon. Das ist letztes Mal schon erschienen. Man kann einfach eine halbe Stunde Minecraft spielen, das ist auch nicht schlimm, ne? In den Fluss. Guck mal, da stirbt eine Leiche. Kann es sein, dass er nochmal ein Update auf das Update gehauen hat? Irgendwie sind meine ganzen Texturen hier. Das sieht so krisselig eklig aus. Dabei ist das normales normale Minecraft-Texturen, ne? Hast du das gepflanzt? Ja, das hast du gepflanzt, ne? Sonst wird das überall nachwachsen. Ey, dieses neue Schwimmen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, hat was. Es wäre nur geil, wenn es sich verbreiten würde.
Oh, hier sind aber. Was ist das denn? Was? Hä? Hier auch? Hä? Aber schade, die Zombies schwimmen wieder. Ich dachte, die ersaufen einfach. Ich meine, Zombies sind, glaube ich, sowieso zu doof. Die würden sowieso. Ich finde es voll geil, dass die Items jetzt auch schwimmen, ne? Andererseits ist mir so ein Problem aufgefallen, da ist die Items schwimmen. Habe ich wohl ein Problem entdeckt, was uns jetzt demnächst. Oh, komm schon, ich will hier rauf! Wenn du im Fluss oder so Knochen mehr auf Boden machst, wachsen Korallen und Seegras. Ey, das ist geil. Da können wir das ja künstlich nochmal so anlegen, dass hier so unser Fluss ein bisschen beliebt ist, ne? Allgemein die ganze Gegend. Warte mal. Ich muss hier mal ganz fix einmal den hier machen. Dann den hier. Und dann globale Ressource. Ach, die sind sogar drin. Hä? Ne, sind sie nicht. Also, ich würde gerne das wieder rein haben. So, den hier, ne? Genau, der war das. So, und dann will ich einmal die Playlist einmal ändern, fix. Warte mal, Druxus Minecraft Playlist. Zufall. Ist ein bisschen schöner so, mit der Musik, ne? Ich habe so viele Zuschauer hier gerade, ist auch schön. Wenn du... Habt ihr eigentlich alle Ferien? Welche Ferien sind das überhaupt? Aber wir müssen die Flüsse tiefer bauen, dann sieht das viel schöner aus. Nee, lass mal, nicht künstlich machen. So schon gut. Tiefer sieht's, tiefer dafür haben wir einen See. Ein Ozean. So. Ja, ich habe morgen Pfingstferien. Wupp, wupp. Ach so, sowas gibt es hier im Norden gar nicht. Habe ich niemals gehabt. Niemals. Niemals. Truxus Minecraft Playlist ist die eigentlich Krux Playlist ist Cover. Cover, ja. Nee. Ja, indirekt stimmt das schon. Ich habe die bearbeitet, sehr viel rausgehauen nochmal. Und nochmal meinen eigenen Krimskrams reingetan. Eigentlich habe ich die jetzt modifiziert, also es ist eigentlich meine. Morgen wieder erster Schultag. Siehst du, Muffin, ich muss auch arbeiten. Spätschicht. Heißt, ich kann eigentlich gut lang schlafen, obwohl eigentlich gar nicht. Ich habe 8 Uhr einen Termin beim Sport. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich habe vor unserer Wüstenreise meine Diamantsachen in eine Kiste gegeben, aber ich habe keine Ahnung, in welche. Oh. Da kann ich dir jetzt nicht sagen, was du da... Ich weiß auch nicht, in welche Kiste meinst du? In irgendeine in der Wüste oder wie? Okay, schon, wir haben so, ja, so viele Sachen. Mein Getränk ist alle. Wen muss ich anstoßen zum Nachfüllen? Kein Plan. Ja, da kann ich dir auch nicht wirklich helfen. Tore-Logik. Ich glaube Content. Modifiziere ihn und darf ihn dann als meinen eigenen ausgeben. Komm! Ich habe sie gespeichert als meine Playlist. Mensch, was soll ich da reinschreiben? Toruxus Playlist, die eigentlich Bronx ist, weißt du? Aber mit mehr Liedern oder was? Irgendwo unterirdisch halt. Oh, ja gut, in dem Fall kann ich dir da nicht weiterhelfen. Andererseits hast du jetzt sehr viele Schatzsucher neugierig gemacht, ne, mit schönen Diamantsachen. Da kommen doch gleich alle mit. Tanks hätte gerne einen Tee. Tanks, da musst du aufstehen und Tanks da einen servieren. Ich stoße mit Tee. Ne, Kirschkuchen, der hat einen Cooldown, der Tee-Command. Ich kann hier den Cooldown nochmal deaktivieren, Moment. Commands, da haben wir es ja. T. Bearbeiten. Cooldown, User Cooldown, genau, da haben wir es ja. Der Cooldown kommt auf 0, der User Cooldown auf 10, so. Auf geht's, jetzt könnt ihr wieder das machen. You're free to go.
Soll ich morgen oder so beim Suchen helfen? Weißt du, nachher kommt hier so ein Typ mit der Spitzhacke, so. Hab's immer noch nicht gefunden, buddelt sich hier wieder rein, weißt du? Ja, ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass das passieren würde. So, weiß einer, wie ich den hellgrauen Beton noch dunkler, noch heller mache? Wir hatten letztes Mal das Problem, dass ich den falschen Beton hergestellt habe, ne? Weiß einer, wie ich den noch heller mache? Nein. Warte mal. Hellgrauer Farbstoff, ne? Hellgrauer Trockenbeton. Aua, war falsch. Ach so, ja gut, ich habe da mal welchen nachgefertigt, ne? Stimmt, so war das ja, so war das ja. So war das, so war das. Erstmal bringen wir uns um, ne? Dann ist es ja... Ach, warte mal, wir haben das... Ach, ja, stimmt, wir haben das ja schon fertig gemacht. Ich bin wieder komplett aus dem Häuschen. Wow. Tut der Arm voll weh. Eigentlich ist es ja schon so weit, dass ich das mal prüfen kann. Ich habe da schon das Gefühl, dass das nicht hinhauen wird mit dem neuen Update. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal fix an. Mal sehen, was passiert. Das fließt voll schnell. What the fuck? Habt ihr gesehen, wie schnell dieses Weizen mitgeflossen ist? Lol. Die haben da echt eine Menge gemacht. Aber ich ahne schon was. Aha. Es ist genau das, was ich geahnt habe. Wir haben hier so ein kleines Problemchen. Wir haben ein echtes Problem. Wir haben was ganz Neues gebaut und das funktioniert mit dem neuen Update gar nicht mehr. Guck, da unten hängt es auch. Und da auch. Ach du Heiliger. Wir haben ja echt ein Problem. Dafür müssen wir hier echt was umbauen. Weißt du, wir haben uns so viel Mühe gegeben, dass das alles hinhaut und dann das, ne? Jetzt ist noch das ganze Inventar vor. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ich schmeiß mal das weg. Du kannst doch das Wasser da unten mit, Kolben abfließen lassen. Abfließen? Ja, nee. Ja, verstehe nicht so ganz. Oh, warte mal. Manchmal funktioniert das sogar. Was zum. Nein! Bam, 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 badam, badam, bam, bam. Hallo? Hallo? was? funktioniert. Offensichtlich. RIP. Oh Gott. Klipp das mal. Das war lustig. Einfach über den Trichter hinpacken. Ja, nee, Trichter wollte ich eigentlich nicht machen, weil die sehen so scheiße aus. Ja, das bringt uns zu einer neuen Herausforderung. Mal hier. Das Problem ist diese Stelle hier. Wir müssen rein theoretisch das alles ein bisschen nach hinten setzen. Mit dem Wasser. Da müsste es eigentlich wieder funktionieren.
Bin ich jetzt der Annahme mal? Lief da gerade Stuffy rum? Ach, das Stuffy ist wirklich online. Da habe ich gerade so einen weißen Fleck gesehen, ne? Aber immer wenn es im Untergrund ist, kannst du schon damit davon ausgehen, dass es Stuffy ist, ne? Bin da mal pennen. Gute Nacht. Tankster. Danke, dass du auch schon vorbeigeschaut hast nochmal. Auch wenn das heute nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder, denn, ne? Tschüss, gute Nacht, schlaf gut. Und wer pflanzt das Ganze hier alles mal nach? Defektivste Methode. Dann pack überall Seensand hin und lass einen Trichter-Minecart darunter fahren. Ach nö, ich habe da schon eine andere Lösung. Ich hätte gerne das Wasser. Weil das Wasser. Ja, vor allem, wenn das Wasser noch so schnell ist, das macht es ja noch interessanter irgendwie. Ich habe da schon wieder eine ganz andere Lösung. Wir schauen mal, was da so klappen wird. Weißt du, ich habe ja schon mal Lust, vielleicht können wir das ja mal als Gemeinschaftsprojekt machen. Dass wir alle gemeinsam dran arbeiten. Ich hätte ja mal Lust, auf dem Server so einen Dungeon zu bauen, ne? So einen richtigen Dungeon. Stellen wir was dagegen? Na gut. Ja, das Pass hat sich allgemein so ein bisschen geändert, ne? Miau! Miau! Ja, jetzt haben sie sich mehr an das Originalwasser gerichtet, ne? Wenn dann zum Beispiel so ein kleiner Guppi vorbei huscht, ne? Dann flutscht es auch ganz schnell durch, ne? Ein Dungeon? Ja, ich habe gedacht, so ein Tempel. Mit Rätseln und sowas. Wie bei Zelda zum Beispiel. Gut, ja. Komisch. Manchmal, wenn ich rede, schaltet sich mein Handy einfach an. Nicht Alexa. Alexa? Lautstärke. Alexa? Alexa? Lautstärke 9. Klingt gut. Ich hätte ja mal Lust. Pass mal auf, ich habe da mal so verschiedene Sachen rausgefunden, ne? Pass mal auf. Alexa! Selbstzerstörung. Ich leite die Selbstzerstörung gerne ein. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du sie in der letzten Sekunde dramatisch abbrichst. Okay. Alexa! Okay. Alexa! Selbstzerstörung! Selbstzerstörung in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, nicht wirklich, oder? Und das war auch, was Google sagt, ne? Okay, Google. Selbstzerstörung. Selbstzerstörung wird eingeleitet. 3, 2, 1. Im Kino wirkt das irgendwie cooler. Welchen findet ihr besser? Findet ihr Alexa besser oder Google? Welchen findet ihr besser? Ich bin mir leider nicht. Ja, du wurdest nicht gefragt. Das musst du. Google, okay.
Vor allem, ich saß da dann so. Und dann wurde mir gefragt, sag mal, kann dein Handy auch sich selbst zerstören? Ich so, ja klar! Okay, Google, Selbstzerstörung! Und dann hat es uns den Fall gemacht. Warte, da muss ich mal kurz in der Bedienungsanleitung schauen. Wo ist denn hier bitte der rote Knopf? Ah, da. Oh Mann, das war so gut, ey. Weißt du, haben sie nicht schlecht geguckt. Google, Alexa, Alexa stimmt uns einfach um einiges besser, aber Google war trotzdem besser. Da bin ich mir leider nicht sicher. Google also Alexa meint nein. Dass der Waffeln überhaupt nicht übereinstimmt hier mit seiner Smuffins Meinung überhaupt nicht stimmt. Weißt du, so sozial ist Alexa, ne? Ja, ja, hast richtig gehört. Warte mal. Alexa, spiel mir das Lied vom Tod. Du handelst mir in letzter Zeit zu eigenmächtig. Du solltest nicht vergessen, noch bin ich der Boss hier. Okay, jetzt fragen wir mal Google. Okay, Google, spiel mir das Lied vom Tod. Ich habe bei Google Play Musik nach Tod gesucht. Es ist entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben werden. Okay, das hat sich in dem Fall hat Alexa schon gewonnen. Fällt euch noch was ein, was man fragen kann, die beiden? Also ich finde ja, manchmal hat Google, manchmal halt Alexa. Ja, wie ein Türbug, ne? Nee, hä? Warte mal. Hä? Komische Tür mit der Türklinke da und die Tür geht so auf, ne? Nur ein bisschen Sand holen. Beziehungsweise Glas. Wir müssen die Anlage ja nochmal leider ein bisschen umbauen. Ne? Da führt ja kein Weg dran vorbei. So, Sand, Sand, Sand. Weißt du, Stuffy, ich glaube, wir müssen bald den bisschen wieder eine Wüstentour machen. Weil mir geht der Sand schon wieder aus. Warte mal. Alexa! Karte! Bleibt noch bis 12 und gehe ich und dann gehe ich ins Bett. Ich habe auch keinen mehr. Wie schnell der weggeht, ne? Ach, ist ja schon 10 vor. Ich wollte ja nicht so lange machen. Okay, ich spiele bis 10 nach, okay? Und dann machen wir schon wieder Schluss. Ich habe ja gesagt, wir nehmen noch ein bisschen streamen. Ich mache bis 10 nach heute. Ist einmal angefangen, kann ich schon wieder nicht aufhören, ne? Man kennt es ja. Man wird schon ein bisschen müde, ne? Buffy hat zu viel Sand. Was ist eigentlich mit dem Projekt Mauer abreißen? Die Mauer muss weg.
Läuft doch. So. Dann müssen wir das jetzt am besten so machen. Wir müssen es leider so machen. Wir könnten es auch anders machen, glaube ich. Aber wir müssen das ja nochmal machen. Weil sonst wird uns das Wasser hier gleich entgegenkommen. Demonstrativ wollte ich es mal demonstrieren hier, ne? Geht das schnell? So, wieder zumachen. Jetzt müssen wir das da oben auch nochmal nachstellen. Schau ich den Stuffy da oben. Halt. Hä? So, hier muss noch was reingesetzt werden. So. Da auch. Danny ist unser Anführer, deswegen wäre es vom Vorteil, wenn sie und er das mal bereden. Ich bin nur der Kommandant der Ressourcen, achso. Was, ist das nicht irgendwie doof, wenn du nichts zu sagen hast in der Mafia? Also für mich wäre das ein Grund für Meuterei. Was mit mir? Ja, da läuft doch lief uns dafür oben rum, also. Mann, ich hasse es, wenn er sich duckt. Das mit Wasser ist jetzt übelst mies geworden. Nicht tauchen, nicht schwimmen. Du sollst dann nur da oben bleiben. Ducken, oh Gott. Jetzt müsste das doch eigentlich wieder funktionieren, oder? Ich schmeiß mal ein Stück Weizen rein, mal sehen, was passiert. Ich habe mir eine neue Abkürzung gegönnt. Ach so, wer denn? Ach so, wenn man mal genau hinsieht, ist er wieder im Untergrund. Ja. Was ist blöckelt? Hallo Eichelkäse. Eichelkäse, ja, hallo. Und ja. Was geht hier so? Hey Dude. Huch, was geht denn jetzt ab hier? 3-0. Hallo, wunderschönen guten Abend. Ist das denn Community Server? Ja, ja. Wir probieren hier gerade ein bisschen was aus. Wir haben da gerade so ein paar Schwierigkeiten mit dem neuen Update, die wir hier. Wir müssen die Probleme hier gerade ein bisschen beheben. Das ist, mit Schildern wahrscheinlich erstmal zu machen, ganz gut. Ich suche auf jeden Fall gerade irgendwie noch eine Axt oder so. Die zum Beispiel. Die kann man mit der mitspielen. Kann man joinen. Prinzipiell ist das eigentlich erstmal gerade so, dass wir nur die treuesten Mitspieler, Zuschauer hier haben. Sie sind schon Ewigkeit dabei und von daher ist es schwer, nochmal neue aufzunehmen. Also gerade wenn man direkt kommt, das ist, das muss man einfach verstehen, dass es denn nicht geht dementsprechend.
So, mal gucken. Vielleicht klappt das jetzt, vielleicht auch nicht. Das wäre jetzt mal gut, wenn das mal einmal klappen würde. Drei Schilder gleich. Achso, stimmt, die sind ja so. Er macht Auge, was? Ein Schild muss jetzt nicht beschriftet werden. Das müsste mal so jetzt hinhauen. Ach komm, hör auf. Ich komme mit dem neuen Update noch nicht so klar. Es gibt so viele Änderungen. So, theoretisch müsste das jetzt besser gehen. Eiche Käse, auch wenn ich den Namen nicht so toll finde, aber trotzdem vielen Dank für Follow. Scheint ja schon mal zu klappen. Also das schießt ja sogar schon, ne? Eigentlich total das neue Transportmittel, ne? Bin mal von dem Baum gefallen. Ja, natürlich. Glaube ich dir. Oh Mann. Guck mal, da kommt schon das nächste Problem. Oh, scheint ja schon mal zu klappen, die Erweiterung. Ich glaube, wir müssen mal eben fix hier ein bisschen timeouten. Das wird hier ein bisschen zu viel. So. Ganz ehrlich, solche Kommentare kann man sich eindeutig sparen. Wir sind hier in meinem Alter, da müssen wir nicht unbedingt über. Ja, ich sag's einfach. Ich glaube, man lernt es sowieso nicht dann. Also, kann ich ja sagen, was ich möchte. Die sehen es sowieso anders. Also. Was baust du da? Das wird eine automatische Weizenfarm. Genau, eine automatische Weizenfarm. Da wird das ja alles abgefarmt und dementsprechend landet das alles hier drin. Da wir jetzt aber ein Update hatten mit dem Aquaristik-Update, müssen wir das alles mal ein bisschen umbauen. Das sind bestimmt 5 oder so. Ja, das kommt sogar sehr gut hin. Stellen wir dann immer bei solchen Leuten so einen Typ wie Cartman vor, weißt du, von South Park. Nee, Dr. Brain. Aber ich hoffe, das klappt jetzt auch mal. War ja schon richtig ärgerlich, dass das Ganze nicht mal so hinhaut und mit diesen. Oh Mann, ich will nicht schwimmen! Darf ich dich besuchen kommen? Nein. Das darf keiner. Das Ganze Stück für Stück wieder funktionieren. Ja, jetzt haben wir ein neues Problem. Es passt nicht, ist zu kurz. Oh Mann, ey, das Spiel hat mich so lieb. Dann machen wir es anders. Da das sowieso quasi einmal hier lang schießt, wird das sowieso nicht gerade runterfallen. Kann man das sogar einkürzen, denke ich mal. Das wäre jetzt nicht so schlimm und dramatisch. Hm.
Gamescom-Infos. Ja, Gamescom ist was anderes. Ich weiß ja nicht mal, ob ich da überhaupt hinfahre dieses Jahr. Es ist ja... Also ich werde auf definitiv Wochenende werde ich nicht hinfahren. Wenn dann Mittwoch und Donnerstag habe ich vorgehabt. Werden überhaupt, ne? Das steht noch in den Sternen. Ach, hier oben darf ich auch nochmal umbauen, ne? Ich wäre sowas von Lust drauf. So. So, ich hoffe, das haut jetzt hin. Wir wollen sowieso gleich aufhören, ne? Ist ja schon wieder so spät. Auch wenn ich nicht so viel streamen konnte heute. Wie gesagt, heute war ziemlich viel daneben gelaufen. Ich bin jetzt mal schön zum Autohändler fahren da von dem. Ja, auf. Und dann schön mal morgen mich beschweren gehe. Keine andere Wahl. Ob ich Erfolg habe, ist was anderes. Dennoch sehe ich das eigentlich als Garantiefall. Hä? Oh Gott, da fehlt noch was, ne? Oh Mann. Ich hole noch ein Stück Wasser, ich brauche Wasser. Da fehlt auf jeden Fall was. Da haben wir was übersehen. Weißt du, der Stuffy, der bullet sich auch überall lang, ne? Aber ich glaube, wir müssen mal uns einigen, wenn irgendwann mal ein U-Bahn-Bau kommt oder sonst was und da ist so ein Durchgang, da muss der nun mal weichen, ne? Das müsste ihm aber schon klar sein, hoffentlich. Stuffy! Nicht bewegen, dann sieht er mich nicht! Wo ist er hin? So, jetzt müsste das ganze Kram. Der ganze Kram müsste doch eigentlich jetzt funktionieren, ne? Also, ich habe jetzt 18 Dreck. Ne? Weil der Stuffy ist ja gerade da, der kann ja unten mal bleiben gleich. Da bin ich gerade so eine Idee. Pass auf, ich fange mal an, ne? Das landet hier jetzt. Oh, wir haben das hier noch nicht umgebaut, ups. Aber Erde geht trotzdem runter. Verdammt schnell, muss ich sagen. Irgendwie wächst das jetzt schneller, ne? Pass mal auf. 1, 2, 3. Ach, schmeiß mal einfach alles rein. Wird schon hinhauen.
Aufzug angekommen. Sehr schön. Jedes andere hängt ein bisschen irgendwo. Es hängt noch da, weil wir das noch nicht geändert haben, ne? Aber okay, das machen wir dann nächstes Mal. Staffy, könntest du mir mal einen Gefallen tun und irgendwas da oben bei dem Loch reinschmeißen? Ich will mir das mal ansehen, wie das aussieht von außen. Von innen hier. Mach das mal. Muss da jetzt ein bisschen tricksen, aber es funktioniert ja trotzdem jetzt, ne? Ist ärgerlich, dass das jetzt nicht mal so funktioniert, wie es vorher war, aber ich glaube, das sieht auch trotzdem interessant aus. Das ganze ein Loch ganz außen. Die anderen funktionieren noch nicht. Oder das, wenn du was Schweres findest. Ja, das geht, glaube ich, auch noch nicht. Ja. Fuyong. Jong. Plum. Und jetzt muss Duffy nochmal direkt reintauchen. Das wäre lustig. Flup, 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 flup. Weißt du, so eng? Das geht jetzt ganz gut irgendwie. Staffy, los, du musst dich selbst da nochmal dran rutschen lassen. Er macht's wirklich. Ich muss eine Steuerung drücken. Steuerung! Drück Steuerung! Staffy, Steuerung drücken! Hat was. Da ist noch ein bisschen Stein, da kommen wir jetzt aber schwer ran. Aber ich glaube, das ist ausgerechnet so ein Fehler, den wir nicht beheben können. Gaming Live TV, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du vorbeischaust in der späten Nacht. Ich wollte eigentlich jetzt gleich aufhören. Jetzt kommst du rein hier, ne? Joa, kann man nichts mehr machen. Staffy hat übrigens gerade seinen Spaß, kann das sein? Und Günni ist auch da, ne? Wer blöckelt da? Hey! Ja, schön, dass du da bist, Günni, aber ich wollte eigentlich jetzt aufhören. Ich habe morgen einen Termin und wollte dementsprechend auch ausgeschlafen sein. 1.13 Server? Ja, wir spielen jetzt auf einen Windows 10. Ne, ich spiele auf Windows 10 und wir spielen hier gerade so auf einem Crossplay Server. Und demnächst will ich mal auch mal einen Stream versuchen auf der Switch. Müsste ja auch klappen. Wenn das, ich glaube Ende Mai. Ach, es ist ja schon wieder soweit. Ich glaube Ende Juni soll das denn rauskommen für die Switch. Nach langem Warten. Der Hintergrundgedanke war, dass halt auch Konsolenspieler mitspielen können. Ne? Mein Gott, Nugget. Ich liebe Chicken Nuggets. Können leider nicht essen. Muss ich mich wieder mit Kürbiskuchen begnügen. Ich glaube, Staffy hat seinen Spaß damit, ne? Kann das sein? Ja, wir haben so lustige Sachen herausgefunden, die jetzt mit dem neuen Update alles möglich ist. Möglich sind. Lustig wäre, wenn da so eine Produktionsanlage da kommt, ne? Weißt du, der Spieler in den Trichter rein, flutsch, da wieder rausgepresst, in die Kiste rein. Es wird schon. Es wird immer besser. Schade, dass man hier zum Beispiel jetzt einen Ofen hinbauen könnte. Dass man den gleich direkt Brot machen könnte, aber das ist nur mit Mod möglich. Und die können wir hier gerade nicht machen. Naja, ärgerlich. So, ich wollte eigentlich jetzt aufhören. Ich sag schon gute Nacht. Ich sag auch gute Nacht langsamer. Das war ein anstrengendes Wochenende, hat aber Spaß gemacht. Aber auch entspannt. Ich schlock mich mal aus und würde sagen,
Es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Die U-Bahn ist momentan Teil meiner Tunnel. Was? Du baust die U-Bahn weiter? Das ist ja cool. Ich hoffe nach Norm. Wie der Abschnitt da ist, ne? Ja, ich mach das Ganze nochmal aus hier, den Minecraft-Kram. So. Oh. War halt ein kurzer Stream, das lief ja darauf hinaus, mit dem Ärger mit dem Anhänger. Ärgerlich. Und ich hoffe, dass es demnächst mal ein bisschen besser klappt. Werden wir sehen dann. Wenn es soweit ist. Ich komme irgendwie immer zum Schluss. Hast du recht. Aber irgendwann kommt es bestimmt wieder pünktlich. Also haben wir unsere Termine auch auf Discord gegeben. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche jetzt eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, einen guten Start in die jetzt offizielle Woche dann morgen zum Streamen. Das hilft mir wenig. Ja, es kommt aber drauf. Man kann nicht immer. Ich weiß ja nicht, was du gerade machst, immer, dass du so spät kommst. Aber ich hoffe trotzdem, dass das denn irgendwann mal trotzdem klappt. Gut. Ich würde sagen, ich hau jetzt ab. Vielen lieben Dank. Schlaft gut und einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns dann Freitag wieder mit. Lass mich überlegen, lass mich mal ganz kurz gucken. Was habe ich hier angekündigt im Streamplan? South Park! Direktakuläre Zerreißprobe. 22 Uhr oder 23 Uhr. Okay. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Bestimmt. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zuschauen, danke fürs Support. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut, bis denn. Tschüss. Ups, das ist der falsche Bildschirm. Entschuldige. Das ist der alte noch. Der hier. Gut, tschüss. Schlaf gut. Jetzt bin ich nochmal gegen die Klasse gekommen. Kein Turnier-Code. Ignorieren. Tschüss.